Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Castlevania Aria of Sorrow. Oh, für den... Danke. Game Boy Advance. Ich muss erstmal wieder ein bisschen ins Spiel zurückkommen, denn die letzte Aufnahmesession ist ein, zwei Tage her. Das letzte Mal haben wir Blore umgehauen und können uns ab sofort in eine Fledermaus verwandeln und so ziemlich alles erkunden, was geht. Und das wollen wir natürlich auch mal voll ausnutzen. Ich wurde vergiftet, das ist äußerst uncool. Ich habe noch ein Gegengift, okay. Wundervoll. Das habe ich, glaube ich, nicht erklärt. Gift in dem Spiel verringert nicht unbedingt das... Also, nee, nicht in diesem Spiel, in Castlevania-Teilen, sagen wir es mal so. Verringert nicht unbedingt die HP, sondern macht in der Regel schwächer. Ich glaube... Wir bekommen hier auch einen HP-Abzug. Das ist aber nicht überall gleich. Bin mir jetzt allerdings auch nicht hundertprozentig gerade sicher. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier rechts haben wir eine neue Waffe. Die werden wir später noch einsammeln. Allerdings... allerdings werde ich die nicht benutzen, weil wir, wie gesagt, die beste Waffe im Spiel so ziemlich bereits besitzen. Yay! Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen weiter in der Arena um. Und ich dachte eigentlich... Wo ist mein Peeping-Eye? Nee, nix. Echt? Gar nix? So überhaupt nix? Ha! Tatsache. Wie weit ist eigentlich, das würde mich jetzt schon mal interessieren, wie weit ist eigentlich unsere Kopfjägerseele? 187 Angriff, 88 Stärke. Und wenn ich Minotaurus... so viel mehr ist es gar nicht mehr. Ich glaube, ich nehme mal die Kopfjägerseele. Einfach, weil die mittlerweile echt cool ist. Und Skula brauche ich jetzt im Moment eh nicht. Von daher... Hey, ein Wehrtiger. Wupp, wupp, wupp. Oh, voll verarscht, Mann. Na, komm schon. Jetzt werde ich verarscht. Ich glaube, die Killerumhangseele habe ich ja schon bekommen. Ja, habe ich. Ich erinnere mich dran. Hey, der große Bruder vom Knarrschädel, das Riesenskelett, wird einfach mal tot gelasert und geschwertet. Das Ding hat, wie man sieht, oh, ich habe die Reichweite ein bisschen unterschätzt. Das Ding hat, wie man sieht, unglaublich viele HP und dementsprechend ist es natürlich auch unglaublich nervig, hier die Seele zu farmen. Aber das machen wir, wie gesagt, alles noch im Zusammenschnitt. Alles total easy und so. So. Bomb. Einmal. Dann, hey, hä? Warst du das letzte Mal auch schon da? Oh, ich wollte dich lasern, Mann. So. Mensch. Nee, dich lasse ich nicht zum Angriff kommen. Auf gar keinen Fall. Okay. Jawohl. Das war Beil. Jetzt haben wir den auch mal gesehen. Ist quasi der Bruder von Buer. Und hier haben wir die Succubus und eine weitere Lilith. Nein. Die Succubus-Seele ist auch eine Seele, die ich unbedingt haben möchte. Und hier haben wir ein schwarzes Cape. Ist, glaube ich, besser als mein Purpur-Cape, ja. Cool. Die Succubus-Seele will ich unbedingt haben. Und ich meine wirklich unbedingt. Deshalb hauen wir sie einfach mal kaputt, die alte Truller, bis wir ihre Seele bekommen. Ansonsten, falls es wieder zu lang dauert, werde ich natürlich, wie bereits bekannt, hier auch einfach schneiden. Das ist ja kein Problem. Du kannst mir von hier aus gar nichts. Meine Angriffsreichweite ist länger als deine, Beach. So. Einfach mal weggelasert. Ja, komm schon. Kommen sie ran da. Nein, immer noch keine Seele. Okay. Immer noch nicht. Okay, wir probieren es noch dreimal. Viermal. Viermal probieren wir es noch. Wupp. Eins. Keine Seele. Na, komm schon. Geh mir aus dem Weg. Zwei. Keine Seele. Drei. Seele. Absorbiert bei normalen Angriffen die TP von Gegnern. Die Seele ist so schon ziemlich gut, aber wir brauchen die auch zwingend für einen ganz bestimmten Grund, den ich noch zeigen möchte. Und um das einfach mal zu zeigen, jedes Mal, wenn ich angreife und treffe, kriege ich quasi 5 HP wieder. Das werden nicht mehr oder weniger, sondern es sind immer genau 5 HP. Und
man kann sich vielleicht schon denken, warum diese Seele gerade ein bisschen praktisch ist. Außerdem kann man so seine HP auch an diesen Gegnern hochfarben. Selbst wenn sie parieren. Und machen wir doch einfach mal so. Ja. HP wiederherstellen leicht gemacht. Das geht mit der Kaiserfaust natürlich noch viel besser, wenn man noch viel öfter trifft. Oh, jetzt habe ich ihn umgebracht. Mensch, naja, macht nichts. Wir haben wieder einigermaßen HP. Es ist schon eine ziemlich fiese Seele. Aber wie gesagt, wir brauchen die tatsächlich. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, den ich natürlich immer noch nicht spoilern werde. Genau aus dem gleichen Grund, warum wir sowohl die Feuerdämonenseele als auch die Großfledermausseele zwingend brauchen. So, wo sind wir denn? Da sind wir. Laser! Au, das war gemein. Das war ein bisschen fies, muss ich sagen. So, haben wir hier noch was? Nee, ich mag diese Gladiatoren überhaupt nicht. So, da oben können wir... Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Ah, ich liebe es. Es ist so großartig. Vor allem kann man sich so wirklich Tränke sparen, wenn man einfach irgendwo blöde rumsitzt und auf den Gegner einfeuert wie ein Verrückter. Das funktioniert übrigens mit so ziemlich allem, was man treffen kann. Das zeige ich auch gleich. Upsala. Da hätte mich der Drecksack fast angegriffen. Dabei hatte ich noch gar nicht voller HP. So, aber jetzt. Absoluter Lame-Mode. Aber das macht ja nichts. So, wenn wir jetzt zum Beispiel die Fackel hauen, kriegen wir auch 5 HP wieder. Das wollte ich damit noch kurz zeigen. So. Das ist ein bisschen eine eklige Stelle. So, wundervoll. Du nervst. Wir gehen darüber und treffen hier gleich auf einen weiteren neuen Gegner, nämlich den roten Minotaurus. Und der rote Minotaurus hat eine unglaublich geile Seele. Das Problem ist, er hat auch unglaublich viel HP. Das heißt, wenn wir ihn jetzt so mit unserer Waffe hauen, ja gut, unglaublich viel ist es nicht, aber selbst mit der stärksten Waffe im Spiel hält er schon einiges aus. Es gibt allerdings einen kleinen Trick, der auch das Seelenfarmen, aua, ich wurde gerade voll weggekommen wurde wieder von dem Ding, aua, du mit deinem scheiß Uppercut, der auch das Einsammeln der Seele vom Rotminotaurus ein bisschen einfacher macht, nämlich der Killerumhang. Damit können wir die Herren nämlich one-hitten. Wirklich äußerst praktisch, um hier durchzukommen, kann man sagen. Wir sammeln hier die Waffe ein, das ist Levatein. Das ist sowas wie Misteltein, nur als Feuerschwert. Dementsprechend, ja, kann man nutzen, muss man aber nicht. Ich sag ganz ehrlich, wenn man die roten Minotaurenseele farmen möchte... Oh, Wehrtiger, sehr schön, kann ich auch gleich zeigen. Wenn man die roten Minotaurenseele farmen möchte, sollte man das unbedingt mit dem Killerumhang tun, denn die Seele ist super, super selten. Und ansonsten ist man da einfach ewig drüber. Ewig. Zeigen wir mal kurz den Wehrtiger. Da können wir nämlich diesen coolen Uppercut machen, der natürlich kaum Reichweite hat. Aber das macht nichts. An euch lässt sich das gerade ein bisschen schlecht demonstrieren, weil er überall rumfliegt wie die Blöden. Aber schauen wir mal, ob wir einen Gegner finden, die ein bisschen besser dafür geeignet sind. Und offensichtlich nein. Oh. Na, dann benutzen wir doch einfach nein. Da hat sich wenigstens der Gang hierher gelohnt. Oh, voll erwischt. Bams! Au. Schade. Ja, ist ganz nett, aber die Reichweite ist mir viel zu kurz, sage ich ganz ehrlich. So, ich glaube, hier den Bereich haben wir komplett erkundet. Das heißt, wir teleportieren uns jetzt gleich zurück in das Unterwassergebiet. Da werde ich wahrscheinlich auch gleich wieder Schooler ausrüsten. Oh. Oh. Reaktion, meine Damen und Herren. Reaktion. So. Da. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu erkunden. Wenn wir auf die Map schauen, wir haben bereits 88% der Map erkundet. Wir kommen den 100% immer näher. Ah, Stein. Mann. So. Ah, wir können jetzt erstmal... Denn das können wir vorher nicht erkunden. Oh, oh, nein, 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 Fräulein. Oh, die sind da echt schwach dagegen, meine Herren. Laser! Voll gut. So, jetzt können wir nämlich da hochfliegen.
Das konnten wir vorher nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich rüste mal kurz das Peeping Eye aus. Weil Succubus brauche ich gerade wirklich nicht. Nee. Okay, gehen wir mal darüber. Dort finden wir eine neue Waffe, nämlich Ronginus Speer. Und ich glaube, das ist die beste Speerwaffe. Macht auch heilig Schaden, aber es ist eben eine Speerwaffe. Dementsprechend, nee. Okay, fliegen wir darüber. So. Da ein bisschen entlang. Da können wir noch rein. Da haben wir zum einen einen Fleischgolem, der jetzt etwas schneller das Zeitliche segnen sollte. Dank unserer Mörderwaffe. Der hält immer noch ein bisschen viel aus. So, meine Güte. Und einen Supertrank, den ich natürlich gerne mitnehme. So, und da unten noch, damit wir den letzten Rest quasi erkundet haben. Wundervoll. Okay. Gut, gehen wir wieder zurück zur Succubus und, wir gehen nicht zur Succubus, wir gehen zum Kopfjäger. Oh nein, 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 Fräulein, nein. heute nicht. Wundervoll. Du nervst auch nicht. Okay. Kurz auf die Map gucken. Da lang. Oh, vielleicht kriege ich deine Seele. Nee, ey, ups. Diese Reaktion wieder. Da haben wir schon wieder gesehen. Dieses Ding, was da einfach vorbeifliegt. Ja, okay. Hey, einen Dreizack, Mensch. Ist auch eine Speerwaffe. Ja. Ne? Na gut. Okay, du gehst down, Baby. Und du auch. Ich überlege gerade die ganze Zeit schon, was die Giftwurmseele nochmal gemacht hat. Ich glaube, die war auch ein bisschen nützlich, aber nicht sonderlich. Moment, ich bin falsch gelaufen, oder? Natürlich. Warum sollte ich denn auch richtig gehen? Ah! Flieg, Soba! Flieg und Sieg! Oh, na gut, dann halt nicht. Leider falsch abgebogen. Tut mir leid. Tut mich voll sorry und so. Kümmern wir uns nochmal um den Erzdämon. Keine Seele für uns. Und ich habe kein Mana, mich in eine Fledermaus zu verwandeln. Das heißt, ich muss den ganz normalen Weg gehen. Whoa. Nee, ich bin zu weit oben. Au! Hier drüben ist das. So, wundervoll. Nein, immer noch keine Mandragora-Seele. Rups und flups und flups. Ich sollte eigentlich echt Skula auch gerade ausrüsten. Fällt mir gerade, oder? Nee, brauche ich aktuell noch nicht. So, jetzt können wir darüber. Da haben wir noch gar nichts erkundet. Ha! Das war so nicht geplant, aber jetzt haben wir auch gesehen, dass wir auf Albträumen stehen können. Das ist ein Riesenwurm. Ähnlich schnell kaputt wie der Giftwurm. Wow, auf dir kann ich nicht stehen. Denn auf dir steht bereits jemand, beziehungsweise hockt jemand. Na gut. So, ich glaube, wenn wir hier jetzt nach unten gehen, können wir uns da durchfriemeln. Und uns das Mana-Prisma schnappen und wieder zurückfriemeln. Was zum Glück kaum nervig ist oder so. So. Meine Güte. Okay, nee. Du hältst immer noch zwei Treffer aus, das gefällt mir nicht. Lieber Cagnazzo. Cagnazzo. Ich sollte Peeping Eye ausrüsten. Und wir bekommen den Riesenwurm. Ah, genau, die Seele hatte ich, glaube ich, gemeint. Das heißt, wenn wir stehen bleiben, stellen wir 5 HP wieder her. Ist quasi wie die Succubus-Seele, nur ein bisschen anders. Minimal anders. Doch. Spionauge. Spionauge ist gut. Schön, dass ich die Seele habe. Die braucht nämlich auch manchmal eine Weile, bis ich sie bekomme. Ne, komm schon. Jupp. Ah, verflucht. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin verflucht. Uncool. Kein Mana for me. Was haben wir da drüben? Ach, ein Save Point. Jawohl. Mana wieder voll. Auch in Ordnung. Warum denn auch nicht? Meine Güte. So. Okay. Haben wir da oben noch was Interessantes? Ein Ukobug. Und ich glaube noch einen Cagnazzo. Ja. Oh, schon wieder verflucht.
Mann, hört auf mit dem Scheiß. Okay, und das war's so ziemlich von dem Gebiet. Gut, wo ist der nächste Teleport? Ich glaube im Eingangsbereich. Da werde ich... Ah ne, ich muss nicht bei Hammer vorbeischauen. Ich brauche keine Tränke. Oh, Skula. Brauchen wir auch mal wieder. Mensch. Pomp. 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 Ah, vielleicht kriege ich ja deine Seele. Nee. Nee. So gar nicht. Nee. Nee. Nee, nee. Keine Seele. No souls for me. Again. So. Jetzt können wir hier hoch. Flop. Und ich glaube, hier brauche ich Skula nicht mehr, sondern kann wieder auf den Kopfjäger zurück. Ja. Ja, ja, ja. Na, dich brauche ich echt nimmer. So. Flop. Flop. Okay. Wir können uns jetzt noch ein paar Items schnappen und das möchte ich auch machen. Speziell im Uhrenturm, speziell im Clock Tower gibt es zwei Items, die ich zeigen möchte, die ziemlich gut sind. Ups. Das eine ist eine Waffe, das andere ein Ausrüstungsgegenstand. Und beide sind sehr lohnenswert. Warum werde ich auch noch zeigen. Denn obwohl Climb Soleil oder Climb Soleis, was auch immer, eine verdammt gute Waffe ist, gibt es doch ein Einsatzgebiet, wo eine andere Waffe besser ist. Und das ist genau diese Waffe, die wir holen wollen. Ich glaube, da oben war das. Jupp. Okay. Dann porten wir uns jetzt erstmal darüber, denn da ist noch unerkundetes Gebiet. Also quasi hierhin. So, wieder mit dem Peeping-Eye ausgerüstet, für den Fall der Fälle, falls ich irgendwas übersehen habe. Genug Mana haben wir, dass wir hier rumfliegen können wie die Wilden. Das ist gut. Wow, au. Drecksack. Okay, jetzt können wir auch mal hier uns oben umgucken. Da konnten wir vorher nicht hin. Au. Was vielleicht auch keine schlechte Idee war, wenn hier überall Gargoyles rumfliegen, gegen die ich wahrscheinlich keinerlei Chance gehabt hätte vorher. Nee, da ist nix. Flop. Ah, da haben wir den Tall Hammer. Ist, glaube ich, die beste Hammerwaffe. Oder? Weiß ich nicht. Jedenfalls ist es ein Blitzelementar. Oder eine der besseren Hammerwaffen. Ist quasi eine Art Mjölnir. Aber ich mag keine Hammerwaffen. Und ich habe Climb Soleis. Okay, damit wäre hier alles erkundet. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Teleport. Das hier wird viel Erkundung werden. Aber schauen wir mal. Das war der falsche Durchgang. Kein Problem. Nehmen wir einfach den richtigen. Schupp. Didu. Gehen wir. Gehen wir dahin. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss für diese Folge. Und beim nächsten Mal erkunden wir dann auch weiter das Schloss ein bisschen. Und machen uns vielleicht sogar auf zum vorerst letzten Boss. Gut, dann würde ich sagen, das war es erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Falls ihr aber abonnieren, kommentieren, gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.